Ja, nachdem wir natürlich eine gute Serie hatten, jetzt gerade in der Vorrunde und nach zwei Monaten auf das nächste Pflichtspiel musst warten, dann ist es natürlich ein bisschen ungewiss. Aber ich glaube, das muss man ein bisschen trennen, was Vorbereitung anbetrifft mit dem Testspiel und nachher auch, wenn es darauf ankommt, wenn es um drei Punkte geht, haben wir die Qualität in der Mannschaft. Wir haben zugelegt, was auch an zusätzliche Spieler anbetrifft und auch an den Spielern können weiterarbeiten. Also wir sind heute hoch konzentriert gewesen, von der ersten Sekunde, und das hat man gespürt, dass da etwas gegangen ist. Ja. Wir haben praktisch keine Goalchance zugelassen. Die beste Chance von Sion war vom Sautier fast das Eigengoal. Was hat dir am besten gefallen von eurem Spiel heute? Die Aggressivität, dass man hier im Zentrum, wo es darauf angekommen ist, wo darauf angegangen ist, dass wir die Zweikämpfe gewonnen haben und den Gegner weg können behalten von unserem eigenen Goal. Und es war aber schwierig, weil ja Sion natürlich die erfahrenen Spieler haben, dass sie gut organisiert sind. Wenig Torchancen in der ersten Halbzeit. Oder viel Ballbesitz zwar in der gegnerischen Hälfte, aber sie haben es sehr clever gespielt. Ja, es hat einen Exploit gebraucht, dass der Serie der Pipi plötzlich findet und das Eisen hat vor der Halbzeit können schießen. Das hat uns im Spiel enorm gut getan, dass wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen vermehrt auch auf Konter können spielen, was dann auch sehr effizient in unserem Spiel. Es zeigt einmal mehr, dass wir auf den Tag X sind, dass wir einfach bereit sind. Testspiel hier oder her, denn jetzt sollte man nicht zu viel Gewicht, Gewicht auf die legen. Und ich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr zufrieden.